Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, jetzt gibt es hier gerade Folgendes zu sagen. Ich bin natürlich jetzt erstmal am Anfang meiner Aufnahmesession. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen angespielt und ich kann euch sagen, das wird jetzt gleich ziemlich happig. Der Gegner wird gleich mit 20 Hyperions ankommen, wo ich natürlich keine Gegenwehr gegen habe. Und naja, das wird jetzt interessant, auf jeden Fall. Müssen wir hier jetzt erstmal ganz langsam die Spielgeschwindigkeit machen. Es ist tatsächlich so. Dann müssen wir jetzt gerade hier sehr viele Cyborgs bauen. So, weil wir alles als Verstärkung gegen die auftauchenden Hyperion-Roboter brauchen. So, Freunde, dann haben wir hier die Sachen. Das muss tatsächlich hier auf das Kohlenstoff vorkommen. Haben wir hier eine Kaserne irgendwo? Wir haben hier keine Kaserne. Das ist natürlich doof. Wir brauchen Hubschrauber. Wir brauchen alles an Verstärkung, was wir hier irgendwie kriegen können. So. Wir können auch keine Kaserne bauen, weil wir keinen Kohlenstoff mehr haben. Aber das ist nicht schlimm. So. Dann, Freunde. Bitte euch... Bitte, du bleibst bitte hinten stehen und du gehst bitte nach vorne. So, weil wir brauchen, wie gesagt, voll die Verstärkung hier an dieser Stelle. Und ja, wie gesagt, neue Aufnahmesession, die geht dann direkt so los. Ich weiß, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt notwendig, weil ihr seht, da kommen sie schon. Ihr seht, da kommen sie schon. Alles klar. Gut. Dann Artillerien bitte auf diesen Roboter da oben schießen. Du bleibst bitte hinten. Weil wir müssen uns auch auf die... Wir müssen auch auf die Helden hier aufpassen. Weil die spielen natürlich... Die spielen natürlich gerne wieder den Helden. So, da kommen die Hyperions. Ich werde das jetzt nochmal speichern. Nicht, dass wir hier wieder ständig den Anfang machen müssen. So, ich habe es nämlich echt tatsächlich eben für eine Viertelstunde probiert. Und das hat... echt nie geklappt. So. Gut, aber das Blöde ist halt, dass diese Hyperions, dass die hier reinkommen und dann natürlich voll auf den Xindua hier schießen. Ne? Das ist der Mist, tatsächlich. Und der Sturmroboter, guckt euch das an, die kommen nämlich hier alle nacheinander rein. So, dann zieht den bitte zurück. Den auch. Bis wir hier unsere Verstärkungen kriegen. So. Ihr seht's. Es ist viel. Es ist viel. Und wir haben hier gerade keine Chance gegen diese Hyperion-Massen. Ne? Ihr seht's. Ihr seht es. Wir haben keine Chance gegen die. Es sieht zumindest gerade so aus. Genau, einer ist weg, Freunde. Einer ist weg. Was ist das hier? Xinhua wieder. Okay, weg da. Xinhua weg. So, Freunde. Weiter rausziehen. Du kannst einen Schlachtruf machen. So. Es kann sein, dass wir das brauchen. So. Die Bürger sind mir jetzt erstmal egal. Schießt einfach nicht auf die Panzer, sondern auf die blöden... Cyborgs hier. So. Dann geht's weiter. Wo ist der Xinhua? Der ist hier unten. Alles klar. Der soll sich mal bitte heilen. Gut. Dann kannst du ja dein Glück mal versuchen. So. Es geht weiter. Da kommt ein Hubschrauber. Sehr gut. Direkt da drauf. So. Freunde. Oh, vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht kriegen wir diesen Angriff verteidigt. Das wär's ja. Das wär's ja, wenn wir das jetzt hier verteidigt kriegen. So, Panzer direkt unterstützen. Und er möchte natürlich... Ja, auf den Bürger hier, ne? So. Gut. Er kommt vielleicht hier oben mit Hubschraubern an, aber das kann mir erstmal tatsächlich egal sein. Der Sturmroboter ist am Start. Es ist halt... eine extreme Masse an Hyperions. Ne, und genau das ist das Problem.
Diese extreme Masse ein Hyperions ist das Problem, Freunde. Sturmroboter direkt da drauf. So. Artillerie auch da drauf. Aua. Ja, alles klar. Weil ich möchte nämlich nicht sehen, tatsächlich, dass jetzt hier dieser Spielstand verkackt ist. Das muss nicht sein. So. Und ihr jetzt hier, bitte? Genau, er schießt zum Glück auf den. Alles klar. Das ist egal. Das kann mir ruhig egal sein. Nein, jetzt schießt er wieder auf den Xinua. Nein, oh Gottes Willen. Lauf einfach weg, Xinua. Lauf einfach weg. Wir kriegen die schon kaputt. Keine Sorge. Wir kriegen die kaputt. Wir könnten eigentlich noch ein paar Einheiten gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht, warum hier keine Panzer gebaut werden, tatsächlich. Alles klar. Das heißt dann aber auch... Hubschrauber unterstützt bitte hier. So, der will nämlich auf Xinhua. Der will auf Xinhua gehen. So. Puh. Oh Mann, ey. Diese Hyperions, die sind schon übelst krass. So, Sturm, du kannst bitte da oben drauf. So. Was ist hier unten? Bereitschaftspolizei. Okay. Dann haben wir das hier tatsächlich überlebt. Leute, wir haben es überlebt, diesen Zeitlupenkampf hier. Oh mein Gott, sage ich dazu nur. Oh mein Gott. So, du auch bitte da oben unterstützen. Sturmroboter da oben unterstützen. Lasst mal, wartet mal. So. Schieß doch. So. Puh, ey. So, das passt aber sehr gut. Wir brauchen Artillerie. Ganz dringend. So, wir haben es überlebt, Freunde. Puh, sehr schön. Wir haben den Angriff überlebt, der Hyperions. Oh mein Gott. Das ist wirklich krass gerade, ja. Das ist krass. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir können hier wieder 5 Bürger hinschicken. So. Und sonst haben wir gar nicht viele Bürger verloren, ne? Nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. So, dann kommt da jetzt noch ein Hubschrauber gleich. Dann brauchen wir natürlich da vorne wieder jede Menge Flachs, ne? Aber für die Flachs brauchen wir Kohlenstoff. Ich belasse es jetzt erstmal tatsächlich bei dieser Spielgeschwindigkeit. Weil ihr seht, der kommt schon wieder. Ne? Ihr seht, der Gegner, der kommt da schon wieder. Und, naja. Ich will die jetzt erstmal so lange wie möglich die Mauer anschießen lassen. Wir bauen mal hier ein Tor auf, weil das hält deutlich mehr aus, dieses Tor. Ja. Bis wir uns hier hochgeheilt haben. Und bis wir da natürlich genug Einheiten haben. So, Freunde. Wir brauchen Kohlenstoff. Für die Flachs. Um die hier wieder aufzubauen. So. Und ihr seht, der hat da richtig viel Scheiße. So, Freunde. Und genau. Dann haben wir jetzt zumindest mal den Anfang hier überstanden. Es ist tatsächlich gerade... wartet mal. Wir haben keinen mehr, ne? Nee. Es ist auch diese Woche eine Besonderheit bei Empire Earth. Und zwar... machen wir diese Woche tatsächlich 4 Folgen. bisschen schneller kann es schon gehen. Weil diese Woche ja Resident Evil 3 zu Ende geht, ne? Da kommt diese Woche der große Finalpart. Und, genau, da kommt meine Artillerie sehr gut. Da kommt diese Woche der Finalpart. Und, jo. Der wird halt nur eine Folge sein. So, kannst du da einen Schlachtruf? Ja, sehr gut. Alles klar. Müssen wir hier tatsächlich den Schlachtruf nutzen? Und Artilleriefeuer. Sehr, sehr gut, Freunde. Artillerie feuert.
Sie verlieren da schön viel Lebenspunkte durch. Okay. Jetzt kommt er wieder damit an. Ja, sehr gut, Freunde. Wir haben hier die Hubschrauber. Für die Ares-Roboter. Alles klar. Das passt. Wenn die Hubschrauber jetzt draufgehen, das passt. Ich meine, ja. So. Weil wir brauchen tatsächlich auch ein bisschen was Ablenkung gegen die für die Ares-Roboter. So, können wir die nächste Artillerie bauen? Können wir noch nicht. Okay. Nicht schlimm. Schade, Freunde. Ich hatte tatsächlich gedacht, so, wir können uns jetzt hier aufbauen, aber das war ja mal wieder zu kurz gedacht hier in der Mission. Das war ja mal wieder zu kurz gedacht. So, aber langsam aber sicher können wir uns hier aufbauen. Es ist so gut, Freunde. Es ist so gut. Bam, weg damit. Und weiter auf den Panzer da oben. Alles klar. Und du bitte auch. Der Hubschrauber kann hier mal helfen. Sehr gut. Ja, und dann somit haben wir uns hier tatsächlich verteidigt. Nur wir brauchen unbedingt eine Mannequin-Fabrik. Ne, wir brauchen unbedingt eine Cyborg-Fabrik. Du machst bitte hier auf diesen Panzer. So, du ziehst dich bitte zurück. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier keine Sturmroboter mehr. Warum haben wir keine Sturmroboter? Aber wir haben ja noch eine Artillerie. Okay, können wir machen. So, sehr gut. Und kabumm. Ich meine, es hat doch auch was irgendwie, finde ich. Also, wenn man da... So, wartet mal. Na, für die Kaserne brauchen wir wieder Kohlenstoff. Warum gehen keine Bürger zum Kohlenstoff? alles klar. Ich finde, es hat was mit so einer Zeitlupenkampf hier. Gut, wir brauchen mehr Panzer auf jeden Fall. Einfach immer weiterbauen. So. Weil die Hyperions, die nerven echt. Die nerven richtig. Und ich glaube, das beste Mittel gegen die sind tatsächlich Mannequin. So, kannst du noch einen Schlachtruf machen? Du kannst noch einen Schlachtruf machen. Sehr schön. Ja, dann mach das. Dann mach den da hinten. Komm. Weil seht ihr das? Der kommt jetzt nämlich mit den anderen Robotern. Genau, da kannst du schön reinfeuern, weil die explodieren nämlich so schön. Wisst ihr? Und, ja. Die explodieren nämlich so schön. Können wir jetzt hier eine Kaserne bauen? Wir brauchen 225 Kohlenstoff. Boah. Und ihr seht's, ne? Die machen gleich das schöne Tor kaputt, aber wir bauen gerade ganz schön viele Panzer. So, Freunde. Und die beiden hier, die heilen sich auch gerade schön hoch. Und weiter. Einfach drauf schießen. So, einfach drauf schießen, Artillerie. Einfach drauf feuern. So. Bam. So. Ja, das hält nicht mehr lange. Es geht kaputt. Nein, nicht kaputt gehen. Aua. Na gut, alles klar. Aber dann können sich jetzt die Panzer einschalten. So. Alter, was soll... Nein, okay. Sehr gut. Immer schön auf die Roboter. Weil die explodieren nämlich. Und ja, da müssen wir aufpassen tatsächlich. Da müssen wir aufpassen. Ui, 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 ui. Ja, das ist das Blöde jetzt. Die explodieren nämlich. Und die sind voll auf die hier fixiert. Schaut euch das mal an. So. Es reicht. Leute, es reicht. So, alles klar. Und die Mannequin da oben werden auch abgelenkt. Boah, Alter. So. Ja gut, aber wir haben jetzt noch Panzer übrig. Xinhua hilft, das ist sehr schön. Und wir können eine Kaserne bauen. Das ist top, Freunde. So, alles klar. Wir haben hier noch einen. Und der muss bitte hier ganz schnell die Mauer wieder zumachen. So, Panzer bitte dahin.
Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Ja, hattet ihr auch gesagt, dass euch diese Mission hier an Boxkampf erinnert, mit verschiedenen Runden. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Runde 3, Kampf. Genau, so wie ihr. Ja, es ist auch so, ne? Das ist wirklich eine Ausdauerschlacht hier. Och nein! Jetzt nicht genau die, wo wir keine Gegenwehr für haben. Oh nein! Jetzt nicht genau die, wo wir keine Gegenwehr für haben. Ach. Das ist aber auch ein Scheiß. Ne? Das ist aber auch echt ein Kack. Dass die da ausgerechnet mit Fliegeviechern ankommen müssen, ey. Nein. Ja, noch mehr Panzer. Komm. Noch mehr Panzer. Was? 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 Was geht denn hier ab? Hallo? Alter. Ich brauche einfach ganz viele Mannequin oder was auch immer. Xinhua, kannst du helfen bitte? Du bitte nicht nach vorne. So, du kannst bitte helfen. Alter. Was zur Hölle? Die fahren hier rein. Die fahren hier einfach rein. Die Dreisten. Die fahren hier einfach rein. Ja. Du kannst bitte mithelfen, anstatt rumzufahren. Ach du Heilige. So. Jo. Panzer weg. Okay, der will unbedingt auf Xinhua. Bürger, verteidigt euch. Verteidigt euch, bitte. Wo ist der Xinhua? Wo ist eigentlich der andere? Wartet mal, ich speichere das gerade mal. Nicht, dass wir alles wieder von vorne machen müssen hier. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Wo ist der andere Held? Da. Nee, das ist nur ein Wächter, okay. So, die Bürger, die verteidigen sich hier. Das ist sehr gut. Die können sich auch verteidigen. Panzer, kommt bitte hier hin. So. Mein Gott, ey. Puh. Alles klar. Alles bitte auf Verteidigung. So. Xinhua, du hilfst. Das ist sehr gut. Alter, so. Wo ist denn jetzt der andere Held? Wo ist... Da ist er. Okay, da unten. Alles klar. Pff, wir haben's. Freunde, wir haben's. Oder auch dich. Wartet mal. Nein. Xinhua, mach den platt. Wie viel zieht ein Panzerschuss ab? Okay, nee, das passt. Oh, Gott sei Dank. Okay. Gut, Bürger wieder neu anordnen. Wir brauchen jede Menge Kohlenstoff hier, ne? So. Alter. Ein bisschen Ruhe. Freunde, ein bisschen... Was? Nein. Nein. Alter. Oh. Du bist doch unnormal, Kollege. Du bist doch unnormal. Du bist doch echt unnormal. Was soll das denn? Ich kann bald nicht mehr, ey. Was soll das, Freunde? Kommt der da mit dem Atombomber an? Aber er hat mir zum Glück nur bei Krankenhaus platt gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem. Meine Güte. Was geht hier ab zum Teufel? Wir brauchen ein Krankenhaus. Jetzt mauert schnell die Mauer wieder zu hier. So. Alles klar. Wir brauchen 5 Leute beim Stein hier. So. Dann ihr könnt bitte Kohlenstoff sammeln. Alles klar. Gut. Das heißt, dann können wir hier weitermachen.
Wir haben hier 4 Manneken. Boah, ey. Ist der damit immer drüber angekommen? Ich glaube es nicht, ey. Alles klar. gut, dann können wir hier weitermachen. Wir brauchen hier wieder 6 beim Eisen. Jetzt hört doch mal auf. Weitere Flachs einfach aufbauen. Um Gottes... Ja, das ist okay. Das ist, okay, Tor... Mauer. Alles klar. Einfach in die Flachs reinziehen. Einfach laufen, kommt. Einfach laufen und das Krankenhaus helfen zu reparieren. So. Weil wenn wir das Krankenhaus repariert haben, dann passt das. So, wunderbar. Das heißt aber auch, dass wir hier genug... Ja. Genug Luftabwehr jetzt haben. Puh. Okay, alles klar, Freunde. Gut, baut bitte diese Flugabwehr auf. Ich muss tatsächlich jetzt gerade erstmal die Spielgeschwindigkeit so lassen. Weil wir hier tatsächlich auch, na, was soll ich dazu sagen? Weil wir hier so viel zu tun haben einfach. Und, ja. Da sind doch schon 6. Warum? Was, wo läufst du denn hin? Mach doch hier unten. So. Ach so, nee, der muss, okay. Der muss hier. Alles klar, Freunde. Gut, dann haben wir hier unsere Manneken. So, einfach weiter Flachs. So, weil mehr können wir ja nicht scheinbar nicht aufbauen. Dann können wir es mal ein bisschen beschleunigen. So, wir brauchen mehr Panzer, definitiv. So, dann bitte hier aufbauen, hier reparieren. Nicht rauslaufen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich mach das Tor jetzt auch zu. So. Was ist da schon wieder? Hubschrauber. Alles klar, aber die sind ja schnell kaputt. Ne, die gehen ja kaputt. Das ist ja nicht das Problem. So. Die gehen ja kaputt. So. Alles klar, Freunde. Dann... Tor bitte einmal wieder aufmachen. So. Den Bürger reinlassen. Tor wieder zu. Unbedingt zumachen. So, Freunde. Das heißt, dann haben wir jetzt hier... Oh Gott, das ist jetzt blöd, dass ich die jetzt da hingestellt habe. Aber passt schon so. Dann können wir hier jetzt eigentlich noch mehr Flugabwehr aufbauen. Und die dann zum Kohlenstoff schicken. Weil das ist ganz wichtig, dass wir hier jede Menge Kohlenstoff kriegen. Ah, für Artillerien aufzubauen und dann sind wir wieder beim Anfang der Folge. Ja, das ist kein Fortschritt heute. Aber was sollen wir dazu sagen? Ne, was sollen wir dazu sagen, Freunde? Es geht halt nicht besser. Gut, aber wir können uns ja eine Angriffsarmee aufbauen. Das ist ja nicht das Problem. Dann mach mal bitte Wächter jede Menge. Gut, und dann hier halt... das ist auch blöd, finde ich. Dass wir hier nur Pandoras aufbauen können. Also wirklich, Freunde. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir tatsächlich zumindest Ares-Roboter aufbauen können. Ah, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Ja, das kann er jetzt ruhig versuchen. Ich mache mal wieder volle Spielgeschwindigkeit hier. So. Lass die Helden in Ruhe. So. Das kann er ruhig... Ja, okay. Pandora 2. Wie, die können hier reinfeuern? Was soll das denn? Och, nö. Nee. Nix da. Okay, wieder Hyperions. So, alles klar hier. Weg damit. So, und weg damit. Und die haben tatsächlich wieder ein Loch reingeschossen. Ach, seid ihr geil, echt. Seid ihr wieder geil. Oh mein Gott. Ja gut, alles klar. Ihr seid wieder ganz coole, ne? Ihr seid wieder ganz tolle.
Xinhua. Ah nee, das ist kein Xinhua, das ist nur ein Wächter. Alles klar. Weiter geht's. Die blöden Bomber auch noch. Oh. da kommt dann noch ein, noch mal mit einem was an hier. So, die Pandoras, die haben wir jetzt auch. Bürger. So, schnell wieder aufbau die Kacke. ja, wir brauchen die Bauer. Für das Vaterland, ja, so sehe ich das auch. Da kommt damit noch eine Bombe an hier. Wir brauchen Artillerie. So, drei Stück wieder. Oh mein Gott. Ja, bomb mir gleich zwei Flaks auf einmal weg, ne? Du bist ein ganz toller. Du bist ein ganz cooler, ne? Du bist ein ganz cooler. So, jetzt kommt er wieder da mit dem Scheiß an. Bau einfach die Mauer fertig, so. Und dann abhauen. Was soll jetzt eigentlich hier die ganze Zeit dieser Bomberalarm? So, Mauer. Und bitte zumachen. So. Mein Gott. Mein Gott, Freunde. Aber wir leben doch. Wir leben tatsächlich noch. Ja. Ich würde sagen, meine Angriffsarmee sammle ich hier unten. So, Panzer bitte auch weiterbauen. Ganz wichtig. Mannequin weiterbauen. Ganz wichtig. Und dann haben wir doch ein bisschen Minimalfortschritt. Wir haben hier tatsächlich eine Armee zusammen. Alles klar, Freunde. Du kannst bitte zurück. Xinhua auch zurück. So, und dann müssen wir uns gleich wieder auf den nächsten Angriff vorbereiten, wa? So. Aber wir können ja hier keine... Wartet mal. Da sind noch zwei Panzer. Was ist das jetzt? Der kommt doch hier nicht rein. Der kommt doch hier nicht rein. Nee, ich wollte schon sagen. Boah, Gott sei Dank. Der kommt hier nicht rein. Vergesst es, ey. Okay, wo werden wir jetzt wieder angegriffen? Da, Mannequin. Okay. Ja, das geht aber. Mannequin sind okay. Wisst ihr, weißt du? Mannequin sind okay. Bam! Sehr gut. Alles klar, der Hubschrauber kann dann hier vorne rauskommen. Genau, mach die einfach kaputt. Gut. Ja, die ziehen sich jetzt nämlich zurück. Seht ihr das? Die ziehen sich zurück. Alles klar, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt zieht es gerne weiter den Kanal. Und ja, und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu einem Discord-Server von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.